So, hallo miteinander. Heute ist die Schlusstour von Ahlens Traum, ein gescheiter Baum. Heute sind wir noch einmal unterwegs. Wir haben noch einen Startplatz verkauft. Da gehen wir nachher gleich nach. Wir sind jetzt vor dem Puccini. Da gehen wir gerade mal, machen wir mal einen Schwenk. Ja? Da standen wir jetzt. Und hier nochmal der Hirsch, Stefan. Oh, schöner alter Track. Ja, schöner Track von Wolfgang Schieber. Du musst mal gucken, dass mein Cap oben bleibt. Da kannst du mal, umschwenken. Der Hanna ist der Hirsch. Der schöne Hirsch von Aale. Ach, wunderschön. Da. Ja, jetzt hast du mich auch mal gesehen. Okay. Ja. So, ein starker Wind haben wir gerade, aber das macht nichts. Wir sind hart im Nehmen. Ich muss dazu sagen, Stefan, in Hüttlingen beim letzten Mal, da waren zwei an die 50 Euro. Das hat absolut. Ja, das ist der absolute Hammer. Die Hüttlinger unterstützen das. Und wir haben uns sehr gefreut. Und wir sind jetzt dann bei, ja, ich denke mal so 270 Euro. Wir schaffen heute hoffentlich die 300. Ja? Und dazu brauchen wir jetzt noch den Ansgar Kaufmann vom Küferstüble mit seinem Startgeld von 50 Euro. Da laufen wir jetzt geschwind um. Gell? Jawohl. Also, du folgst mir. Der berühmte Schuh, wie immer, gell? Jawohl. Da steht drin. Und beim Ansgar sind wir ja gleich. Ja? So. Muss ich gucken, dass ich rausholen tue. Ich habe auch immer wieder viele Bekundigungen bekommen mit unserer Aktion. Also ist sehr positiv alles gelaufen. Und ich habe auch noch eine, das kann ich jetzt schon sagen, eine Frau getroffen, eine Frau Weiler in der Stadt. Und die hat mir aufgrund dieser Aktion einfach 10 Euro gegeben. Ja? Das ist eine tolle Sache. Und die 10 Euro haben wir heute schon drin. Ja? Jawohl. Das heißt, ja, einfach so, muss ich echt sagen, hat mich sehr gefreut. Ach, da haben wir. So, dalle. Jetzt gehen wir, da hat er mal weiter. So, ja. Die Herrschaft, da hat er auch Hallo. Schon gespendet. Schon heute. Jawohl. Ja, schon. Dankeschön nochmal. Vielen Dank. Ja, ciao. So, jetzt sehen wir, gucken wir mal. Das ist der. Das so. Ist auch ein Original. Guck, da ist er. Da ist er. Da ist er. Das ist auch ein Original. So, jetzt gucken wir mal rein. Sollen wir reinkommen? Also. Ah, dürfen wir rein, okay. Also. Da gehen wir jetzt zum Ansgar rein. Ja, da winkelt es schon und freut sich die Leute. Das ist doch herrlich. Grüß Gott. Ei, jetzt ja. Endlich. Hereinspaziert. Hallo. Jetzt. So. Wow. Guckt euch das einmal an. Guckt euch das einmal an hier. Das ist ja der absolute Hammer. Stefan, der ich muss rein. Ich muss raus, der ich komme gleich aus dem Laden. Ja, aber er schmeißt ein 50er rein. Vorher kommst ich guck doch das einmal an. Nein, du kommst vorher nicht raus. Ja, du darfst schauen. Da, schau. Da, komm. Das, da schmeißt rein. Nein, der hat doch Geld genug. Das ist doch auch ein Edelrentner, so ja, wie ich. Genau. Da, nein, damit. Gell? Sag schon Gruß daheim. Ja, ebenfalls. Josef, und morgen? Das darf ich gleich sagen, morgen gehen wir ins Rathaus und geben ungefähr 300 Euro ab. Ich bin ja gespannt. Ja. Gell? Ja. Also. Von der Grischbaum. Gell? Also. Also mach ich euch was, gell? Tschüss. Also Josef. Josef, du machst ja nicht zu, oder? Nein, ich bin Lebensmittel. Ah, Lebensmittel. Okay. Gut, Stoff. Das ist notwendig. Das ist gut. Wir brauchen also. Stoff. Das ist der berühmte Schuh. Jawohl, da so. Kriegst du jetzt was rein. Alles klar, da kannst du jetzt deine 50 Euro Startgeld reinschmeißen. So. Jetzt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wir möchten aber noch kurz was dazu sagen. Ja. Ansgar ist ein Original. Also Küferstüble. Ureinwohner. Das Küferstüble, ja, Ureinwohner. Das Küferstüble ist eine Sensation in Aale. Ja. Und ich danke dir recht schön, dass du an dieser Aktion teilnimmst. Ein gescheiter Baum muss her. Ein gescheiter Baum. Ahlens Traum, ein gescheiter Baum. Ja. Ja. Und wie gesagt, morgen sind wir bei der Frau Lüdeking. Ja. Das ist ja. Genau.
die Chefsekretärin so ist das. Vom OB, die war auch heute sehr freundlich am Telefon, muss ich sagen. Gell? Ja. Und da geben wir das Geld ab, vielleicht verwischen wir ja noch den Pfarrer, unseren Zeitungspfarrer, der heißt der Herr Richter. Ja, wenn ich den heute noch sehe, dann staube mit dem auch noch was ab. Gell? So, also, möchtest du noch vielleicht ein paar Grüße an die Orlomer Richter? Ja, ich hoffe, dass der Baum erleuchtet und die Erleuchtung für uns aufgeht, dass wir bald dieses Corona-Gezetere hinter uns haben und dass wir wieder hier ganz normal in dieser schönen Weinstube dieser hier mit 60 Plätzen nachher irgendwann wieder Platz nehmen dürfen. Genau, genau. Ja. Also der in Hüttlinger, gell, den haben wir ja hier. So, der in Hüttlinger ist ja sensationell und das ist die traurige. Das ist die traurige von Gestalt. Ja. Den kann man ein bisschen aufpäppeln. Ja. Den päppeln wir auf, auch mit deiner Unterstützung. Ja. Ja. Ganz klar. So und ist das. Wir laufen nochmal los und gucken, ob wir noch ein bisschen Kohle das was zusammenkriegen. Gell? Also. Ansgar, in gut. Diesem Sinne, vielen Dank. Kämpfen wir weiter. Heute Abend sind wir wieder online drin, denke ich, Stefan. Ja, oder? Ja. Alles klar, gell? Okay, machen wir. Ich wünsche was. Alles Gute und vielen herzlichen Dank. Bleibe ich zurück. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Lele. Kommst du schon auch? Ja. Okay. Dann laufen wir mal Richtung Stadt Hai, gell? Ja. Also, da haben wir. Gucken wir, dass wir was zusammenkriegen. Ja, heute hat es ja mehr Leute, weil die machen ja quasi so. Bloß nur morgen. Ja. So ein ja, es hat mir ein wenig kaufen, nichts mehr kaufen. Ja, das ist ja. Das ist ja. Jawohl. Also. Gucken wir mal. So. Also, da haben wir ja nochmal den schönen Hirsch, den hast du nochmal drauf. Ja, da können wir noch mal ein bisschen rumschwenken. Ja, da kannst du nicht mal rumschwenken. Oder wie? Dann gehen wir da hinten um. So. Jawohl. Jawohl, ich kann auch rüber. Extra frei gemacht, groß, gell? Ja. So, jetzt sind wir ja in der berühmten Mittelbachstraße. Mal sehen. Ob man eine verwischt, gell? Ja. So, der Lech. Gut, gut. So, gut, gut, Lech. Ich muss bloß auf meinen Hut aufpassen, du, bei dem Wind. Ja, und mein Schild, das blast auch mit so gerade. Schild blast zueinander und was weiß ich. Oh, da fangen wir, hä? Sind das zwei? Ja, da ist auch Stromausgang hier oben, wie es aussieht. Ja, leider. Da, ich weiß nicht, ob alle einen gezahlt hat an Strom oder wo das herkommt. Ja, wahrscheinlich irgendwie, gell? So, grüß Gott miteinander. Ja. Ist gut. Hallöchen. So, oder ne? Oh, Leute, ist das ein harter Job. Gell? Jawohl, da drüben ist der Spritzerhausplatz. Und jetzt kommen wir immer näher der Sache. Jawohl. So. Grüß Gott, Le. Bis jetzt kenne ich noch gar niemanden. Das ist das Problem. Gell? Hallo? Hallo. Das Problem. Normalerweise weißt du, ich bin schon ein Haufen Leute. So. Ja. Müssen wir gucken. So. Hat noch, ich krieg schon jemanden. Der Bubu, ob der da ist. Ja, das ist nochmal. Sind wir nochmal beim Fass. Oh, der hat voll Haus. Oh, warte mal, jetzt warten wir schon, jetzt tun wir mal. Ja, den musst du filmen. Ja, gleich. Ah ja, guck mal, wie der zapft. Endlich ja. Einmal Umsatz. Oh, endlich und einmal ein Umsatz. Schild hat er drauf. Und ein Jenseitsschild vorne ein dran. Ein Schild hat er drauf, du. Ja. Heide, gut, gehen wir wieder weiter. So, oder? Jawohl. Da haben wir schon noch. Ja, so. Ich habe denen noch jemanden kennen, aber ich weiß ja nicht, ob sie da ist. Aber warte mal, dann gucken wir schön rein. So. Ob sie da ist, warte mal geschwind. Wie sie sehen, die ist nicht da. Ah, die sind alle beschäftigt, weißt du? Ja, das hätte doch jetzt den Jahresumsatz machen. Die sind voll. Der heutige Tag, der muss für das nächste Jahr lange. Ja. Wenn da der Shutdown kommt nächstes Jahr. Genau. Beim Schwepo-Shop.
So. Ja, ja, ja. Überhaupt noch mal. Jetzt sind wir ja gleich am Marktplatz, gell? Jawohl, jetzt kommen wir auf. Jetzt sind wir ja ein berühmter Baum, den haben wir ja jetzt recht bekannt gemacht. Ja. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du nichts mehr nachstellen darfst. Weil es heißt ja immer beim Baum loben, weißt du? Ja, den Baum kostet loben. Nein. Deswegen haben sie das Gitter nachgemacht, ja, dass jetzt nicht mehr nach darfst. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, gell? Guck, die Bude ist auch zu, euch, ist das traurig. So, jetzt sind wir im Zentrum. Ich mal gucken, ob ich jemanden verwische. Ah, der Josef, der hat ja vorhin gespendet, der Kerle. Und da ist einer, der spielt mit dem Geld. Ja, ja. Guck mal, kannst du mal noch leichter. So, ne? Mal. Ja. Wenn sie gerade mal ein bisschen spielt, vielleicht. Ja, nehmen wir mal auf, komm. Nehmen wir mal ein bisschen auf. Oh, das ist so traurig wie Corona, oh, was die spielt jetzt. Ja. Ja, schöne Musik. Zeit gerade sind. Auch nur das, gell. Gut, war ich auch unterwegs. Hey, aber keine Bekannte, gell, wo die. Leute, was sind noch? Ja, da sind wir ja morgen drin, im Rathaus. Ja, da immer. Morgen ist Geldübergabe. Kannst du gleich mal einleuchten. Ja, du kannst einleuchten. Ja, du musst mal einleuchten. Ist das schon der erste Laden, der dicht macht, oder hier? Nein, da ist bloß nichts los gerade im Moment. Okay, gell? Nein, weil auch nichts in der ihn kenne ich. Servus, kennst du mich noch? Servus. Ja, auch ein ehemaliger Kunde von Puccini. Ja, klar. Du, jetzt pass mal auf, wie gefällt dir der Baum? Der am Brunner, ja, dran. Brunner kann man da noch ein bisschen was machen. Ja, gut, er sagen wir so, er wäre optimierungsfähig. Gell? Ja, er deswegen sind wir ja unterwegs, das sagst so, du gerade. Okay. Weißt du, ich würde ihn ja verkaufen. Ja? Ja, wenn du jetzt steigen willst, kannst du einen halten für 15.000. Ja? Okay. Und dann wäre er weg. Ja? Und dann hätten wir einen neuen. Aber das machst du nicht, das weiß ich, das würde auch ich nicht machen. Aber tätst uns, damit wir nächstes Jahr eine bessere Beleuchtung und Schmuck kriegen, vielleicht ein bisschen was spenden. Okay, ich muss gucken, ob ich sei doch, sei doch so gut, wir machen morgen die Übergabe im Rathaus. Ja? Und dann brauchen wir noch was, jawohl. Ja. Und ich hoffe, dass noch nächstes Jahr passt. Das ist okay, dann sage ich aber am Tilo einen Gruß vom Tilo. Rudi. Ja, der hätte auch 2 Euro für das traurige Ding. Ja, würde ich sagen. Das ist ja der Turbo. Kennt er mich dann. Der Turbo-Tilo, meinst du? Ja, genau. Ja, der Turbo-Tilo. Ja. Genau. Ja, ich hoffe, dass ich morgen verwische, gell? Gell, Herr Oberbürgermeister, schon mal einen Gruß. Ja, aber du bist ja sensationell, du hast ja uns geholfen. Aber wir reden schon zusammen. Ja, ja, wir reden schon zusammen. Ja, er ist schon ein bisschen. Ja. Traurig. Ja. Also, ich danke dir recht schön, gell? Ja, gute Zeit. Kein Problem, gell? Tschüss, genau, danke. Ah ja, guck, es geht aufwärts. Jawohl. So, will noch jemand was spenden? Für einen schöneren Christbaum, guter, gell? Lass es schmecken. So, oder ne? Aha. Die sind alle so schnell heute unterwegs. Ja, magst du ja, was, alles Stefan? Schnell. Ja, alles schnell. Weil der Steinmeier und hat ja gesagt, zack, man soll nichts mehr Unwichtiges kaufen. Und ja. Also, ich weiß jetzt nicht, was der unwichtig oder was als wichtig deklariert. Ja, genau. Die Frage. Hallo, Milando. Hallo. Der die Rauber spenden. Wir machen eine Aktion, dass wir einen schönen Weihnachtsbaum kriegen nächstes Jahr. Mir tut's der. Der tut's Ihnen. Also, gut, alles klar. So, also der Mann ist total begeistert. Grüß Gott miteinander. So, die Musik hörst du noch ein bisschen, ja? Ja. Oh, ich habe da vor kurzem auch was mitbekommen von einem Musiker. Hallo, hallo miteinander. Hi, wollt ihr was spenden? Für einen schöneren Christbaum. Da habe ich vor kurzem auch was mitbekommen. Oh, Von, da hat auch jemand auf der Violine oder was gespielt hat, in der Fußgängerzone, als Bettler verkleidet. Aha. Und da ist also nichts zusammengekommen. Ja. Und das war ein Experiment von irgendwie einer Zeitung.
Und das hat sich dann herauskristallisiert, dass es der Weltklasse-Spieler ist und die Violine oder was der gehabt hat, hat über 2 Millionen wert, wo der da gespielt hat. Und normalerweise kostet das ein Vielfaches, wenn die Leute da zuhören bei ihm. Ja. Und er hat da kostenlos praktisch in der Stadt gespielt und das war ein Experiment. Super. Und wie die Leute vorbeigelaufen sind und gehechtet sind und sonst was. Also das war einfach gut, toll. Gut, dass ich halt mal, neu, doch nicht. Also jetzt pass auf, wo müssen wir nach? Es wird schwierig. Es wird immer schwieriger. Also heute ist ja der letzte. Ja. Aber du hast mal gesagt, du hast schon richtig die rote Nase, die wird immer roter. Ja, weil es kalt ist. Ja. Weil es kalt ist. Gehen wir noch mal ein Stück davor. Weil es ist ja so, Stefan, wenn das ein normaler Dezember gewesen wäre, wie all die Jahre, und die Leute alle jetzt in der Stadt wären oder sind, die Stimmung wäre ja ganz anders. Wir hätten Tausende von Euro hätte mir gekriegt. Also die Leute waren wirklich spendabel. Aber natürlich jetzt in so einer Zeit, in so einer Situation, da kriegst du nicht arg viel zusammen. Aber wir sind ja zufrieden. Jetzt kommen wir noch ein Stück davor. Die gucken gerade alle beim Hussel noch rein, ob sie noch was kriegen. Ja, jetzt muss ich gucken. So, dele. Ja. Folge mir. Hallo miteinander. So, jawohl. Da ist Kirche, da können wir vielleicht morgen noch reingehen, gell? Mhm. So. Da haben wir da alle. Zirkus ist auch vertreten wie jedes Jahr. Ja, also Zirkus morgen normalerweise ganz arg, gell? Das ist was Wunderschönes, vor allem für Kinder. Ja. Fliegen wir da heute mal ab. Die Stimmung weiß ich auch nicht so recht. Aber ich sehe niemand. Es ist auch heute richtig bitter kalt. Also ich mag das irgendwo, das ist einfach schlimm. So einfach zu kalt. Das ist kein Spendetag heute. Ja. Das ist ein Spendetag. Aha. Die müssen die auch zumachen, leider. Gell? Ja. Ja, also. Ich darf schon seit grauen Zeit nicht zum Friseur. Ja. So, jetzt würgen wir noch näher mal. Aber wie sieht es aus, Stefan? Wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Gell? So, jetzt müssen wir 3 Liter, was meinst du? Meinst du selber? Ja, komm. Jetzt haben wir Opfer. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Jetzt sind wir. Ja, du brauchst nicht gleich abhauen. Also, jetzt hau dir gleich ab. Mensch, grüßt euch zusammen. Ich muss jetzt aber gleich meinen Moritzl abholen. Ja, hättest du vielleicht uns für den Christbaum da vorne, den siehst du gerade nicht. Der kleine Spende vorne, ja, den Trauerheimer. Du, ich hätte auch 100 Euro reinstecken, aber ich glaube, das bringt nichts. Na, du steig Karte rein. Das bringt, glaube ich, nichts. Ich weiß ja nicht, wer den immer auswählt. Ich habe ja keine Ahnung. Wenn das der ist, wo ich meine, dass das ist, dann glaube ich, helfert 100 Euro nicht. Wir haben fast 300 beieinander. Fast. Hm? Und wenn noch ein kleines bisschen rein ist, 50 Euro. Und dann kriege ich einen neuen Weihnachtsbaum, oder hallo. Was? Hallo, grüß dich. Ja, wir gucken, dass wir was, mal was die Leute standen hier Schlange, das, ja, ist das für den schönen Baum. Nicht, dass das für die falsche. Nein, es ist für den Christbaum. Oh, schönere Christbaum. Und wenn nicht? Und wenn nicht, dann an, ja, was weiß ich, irgendein Zweck. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, tschüssle, ciao. Schatz, es ist ein Trauerspiel, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass damit was erreichen wird. Du bist ja wieder Weltspitze. Ich glaube nicht, dass damit was erreicht, Schatz. Du, wir schaffen es fast auf 300. Ja. Mensch. Aber jetzt habe ich nachher noch eine Idee, da gehe ich nachher noch dann auf, ich sehe da noch was. Oh. Mensch, wenn das jetzt, und jetzt kommt dann der Lockdown, jetzt sieht den dann gar keiner mehr, Schatz. Ja, nein, ist nicht. Ja. Aber das war jetzt gerade ein Win-Win, war das. Das heißt, Ihr Geldbeutel, der ist jetzt von dem Hartgeld, die Centstück und Fünferler, befreit. Ja. Der Geldbeutel geht nicht so schnell kaputt. Und ein Geldbeutel, der ist teuer. Der ist immer so schwer, ja. Richtig, und der ist so schwer. Dazu. Genau, jetzt haben wir beide was davor. Ja, unbedingt. Und das Töchterle ist dabei und am Sohn sagst du Grüße. Mach ich gerne. Gell? Bleib ich wünsche euch schöne Feiertag. Ebenso, gell? Macht's gut. Ciao, danke. Ah, war. Läuft doch. Jetzt gehen wir mal weiter. Was ist hier eine Idee? Jetzt gehen wir noch mal zu der. Zum Reichsapfel da vorne. Siehst du?
Den filmen wir noch. Das ist ja mein Favorit gewesen. Ich habe ja immer gesagt, das ist eine super Weihnachtsdeko mit dem roten Reichsapfel da. Ja? Ja. Genau. Wollt ihr was spenden? Oh, Leute. Die wissen gar nicht, von was. Ja, nächstes Mal fragen wir vielleicht, ob sie, genau, ob sie als Weltstar. Hier dürfen wir spenden. So, jetzt gucken wir mal. Den müssen wir noch mal ins Bild bringen. Den halt Apfel? Auch, ja, da hat er herrlich. Ach, das sind ja zwei Stück. Also mehrere sind ja da. Ja. Dann machen wir noch geschwind eine Aufnahme. So, herrlich, oder? So. Ja, liebe Leute, jetzt sind wir bei dem berühmten Reichsapfel der Stadt Ahlen. Da hatten wir vor ein paar Jahren eine neue Weihnachtsdeko ins Leben gerufen. Das ist dieser Reichsapfel. Ich finde ihn wunderschön. Ich lasse mich auch nicht davon abkommen. Es ist wirklich ein Unikat für mich. Und da war ja fast die ganze Stadt damit beleuchtet, aber es ist halt leider jedes Jahr weniger geworden, Stefan. Und es ist doch wunderschön. Hast du ihn voll drin? Ich hab voll drin. Hast du mich auch drin? Ja, ja, ich habe ja genauso eine rote Nase, so Apfel. Rot wie der Apfel ist. Gell? Also, nochmal, Apfel schön, alles gut. Baum wird neu gemacht nächstes Jahr hoffentlich. Jetzt laufen wir eine Runde zurück und dann ganz langsam, ja. Oh, da kommen noch zwei. Grüß Gott miteinander. Will er da spenden? Arbeit. Also, gehen wir nochmal dann um. Komm. Reichsapfel. Da musst du nächstes Mal mal fragen, weil er da oder kommt vom George Clooney oder so. Ja, dann machen sie es. Ja, dann machen sie es, gell? Dann laufen wir jetzt einfach wieder runter. So. Ja, da ist auch nochmal ein Reichsäpfel dahinter. Siehst du ihn? Ja, ich tue mal schon her. Ja, so, Moment. Er muss erst das Eckle rumlaufen. Ja, ich kann schon da nochmal schnappen. Also ist einfach eine tolle Geschichte für alle. Ja. Und ich wäre froh gewesen, wenn man die Deko weiter gepflegt hätte und immer mehr solche Reichsäpfel aufgestellt hätte, dann wäre das wirklich gegenüber anderen Städten was gewesen, gell? So, grüß Gott. Jetztle, wo haben wir denn noch was? Laufen wir mal links noch, ich habe noch eine Idee. Da haben wir vorbei. Jetzt, da gehen wir noch mal rein. Das ist ja die berühmte Schinkenstraße. Leicht einmal so rum. Ja, moin. Da waren die ganzen Cafés, weißt du? Und das alles so ist, gell? Ja. Da wäre das Lighthouse gewesen. Warte mal, Stefan. Wenn sie da ist, frage ich geschwind. Wenn sie nicht da ist, okay. Ja, sie kommt. Ja. Leider, ja, grüß dich. Ja, hallo. Darfst du auch was spenden? Für einen schönen Weihnachtsbaum. Ja, wenigstens 50er oder ein Euro. Sie ist so Gottes. Ja. Herrlich. Ja, ist auch wieder so eine schöne schöne Palme. Das ist neu, gell? Aha. Ja. Aber ich weiß doch, auf unsere Adlermarina ist Verlass. Sonst alles klar. Alles super, ja. Sagst du Grüßle daheim? Gell? Jetzt muss man wieder zu. Ja, jetzt geschwind, was macht ihr? Was verkauft ihr so? Wir verkaufen Mode. Wir haben ja unser Lighthouse Mallorca. Wir kommen eigentlich aus Mallorca, ja, und verkaufen hier so ein bisschen die mallorquinische Mode, aber jetzt natürlich auch im Winter auch normale Winter. Kollektion, ja. Damenmode. Okay. Damen. Also wieder Diskriminierung des Mannes. Ja, leider nein. Für Männer haben wir aber leider nichts im Petto. Okay, ja, noch kommen. Mal gucken, wie es nächstes Jahr so weitergeht, gell? Jo. Gut, danke. Sag ich danke auch. Tschüssi. Ciao. Ich will jetzt eine Maske aufsetzen. Nein, wir hätten weder 50 Abstand und wir sind außerhalb. Wir sind jetzt auch irgendwie geflogen. Weiß ja nicht heutzutage alles, gell? Richtig, genau. Ja, ja. Alles grün. Super. Schöne Weihnachten. Könntest du dich auch heute Abend anschauen auf stefan-live.de? Okay. Stefan-live.
live.ph mit live, genau. Heute habe ich mal mein Schild dabei. Okay. Und da kannst du dich halt oben beobachten. Da bist du jetzt auch ein YouTube-Star, kommst auch unter YouTube, kommst du noch. Also da muss jetzt der Umsatz muss jetzt explodieren. Wir haben ja nur noch morgen leider. Ja. Okay. Alles klar. Okay. Also, schönen Tag, Tana. Tschüssi. Ja, sieh schon mal, so nette Leute, so. Gell? Jetzt gehen wir also nochmal in die berühmte Schinkenstraße. Ja, sag ich immer. Ja. Hallo, grüß Gott. Mensch, der Wind, ha, ich muss auf meinen Kappe aufpassen, auf meinen Hut, besser gesagt. So, Dalle. Also. Gott sei Dank habe ich kein Toupet. Guck, das ist die Kirche, siehst du? Das ist jetzt die Kirche. Da wollen wir vielleicht morgen zum Abschluss machen, wenn es klappt. Gell? Und da Hanne ist normales Leben. Und jetzt siehst du mal, wie eine Stadt traurig aussieht. Alles tot. Wenn alles tot ist, die ganze Gastronomie, ja, die sich so angestrengt hat und alles richtig gemacht hat. Ja. Musste leider ganz schließen und ich sage, das kann es doch jetzt sein. Ja, ja, also das sieht so aus bei mir ein bisschen, als wenn die, ich sag's mal, die normale Läder, da wo die Großen nicht Aktien haben, sich einkauft haben, dass die zumachen. Ja. Und die große Läder oder die große Firma, die Konzerne, wo Aktien sind und so weiter. Ja, die waren immer reicher. Genau. So. Aber ich habe eine Idee, jetzt gehen wir noch zur Metzgerei Ruck, weil ich brauche Weißwurst am Mittwoch. Die kann ich gleich bestellen. Ja, warten wir mal geschwind, ob da ist der Chef. Der schwindet vielleicht. Ja, da ist sie ja. Grüß dich. Gerade sind wir am Lädle vorbei. Ja? Ja, grüß Gott, Milander. Hallo. Ihr tätet mal fragen, tätet ihr vielleicht auch mal spenden für den armen Christbaum am Marktbrunnen? Ja. 50er oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall. Wie geht's denn? Gut, sehr gut. Das glaube ich. Guck mal, Stefan, da musst du mal einleuchten. Gell? Guck mal, und so. Jetzt. Hi. Hallo. So, hab ich noch alles. Du hast jetzt gerade dein verloren. Mein Geschirr habe ich verloren. Eieiei, das setzen wir gleich wieder auf. So, oh, recht schönen Dank. Recht schönen Dank. Da hoffen wir, dass wir nächstes Jahr einen schönen Weihnachtsbaum kriegen in Aalen. Ja, dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr, dass das Corona wieder Das alles vorbei ist. Recht schön, danke. Einfach mal auf bei Stefan-Live reinschauen hier. Okay. Heute okay. Abend. Irgendwann seht ihr euch heute Abend. Perfekt. Gegen später. Okay, machen wir. Auf der Seite, YouTube bin ich auch drauf. Stefan-Live. Aber das schnell machst du heute, gell? Ja, ich guck, dass ich heute schnell mache. Ich habe extra einen Termin heute abgesagt in Waiblingen. Also. Ja. Also. Dann noch viel Glück und viel Spaß. Ich danke euch. Ja, macht's gut. Schöne Weihnachten. Ja, schöne Weihnachten. Ciao. Tschüss. Mit Weihnachten. Tschüssi. So, dann gehen wir mal. So. Ich bin da, der Chef, weiß ich nicht. So, ich kann ja da nicht einfach reingehen, gell? Naja, komm, gehen wir weiter. Ich tue noch mein Geschirr da hin und nachher ab. Okay. Aber mal, schön. Halt, da ist ein Ding. Ja. Guckst du mal, Stefan. Ist so dann, ne? Ja. Gut, also. Noch einmal ums Karree, heißt es ja im Schwäbischen. Genau. Ums Karree. Schauen wir da noch. So. Jetzt. Heu rot belichtet. Ha? Rot ein bisschen belichtet hier. Aha, gut. Aha, cool. So. Ja, wenn wir gerade bei den Lichtern sind, ja. Leute, schaut mal raus, es soll demnächst ein ganz tolles Spektakel werden draußen. Ja. Das ist geschichtlich, lest da mal ein bisschen was nach, das muss und zwar 2020 Jahre her sein. Aha. Da soll jetzt wieder was passieren. Ja. Und da wird gemunkelt, dass auch deswegen der Lockdown mit Corona stattfinden soll. Also Spekulation. Ja, Leute, das ist bestimmt zu erforschen, bestimmt toll. Guckt mal, recherchiert mal einfach mal ein bisschen im Internet, was da gerade stattfindet. Das muss am äußeren 20.12. muss das stattfinden. Am äußeren 20.12., alles klar, ich habe es wiederholt. Das heißt also, irgendwas mit Licht, das heißt aber nicht, dass Frau Merkel hier im Lichterkleid oder so erscheint, oder?
Nee. Aber apropos Frau Merkel, ich habe Frau Merkel gestern sogar in die Arme gehabt. Ja. Ja, aber das war andere Frau Merkel. Ach, das war er? Ja, die hat sogar gesagt, jetzt, sie hat sich schon ein paar Mal überlegt, ob sie sich scheiden lassen soll von ihrem Mann wegen dem Namen. Ach so. Ja, also, jetzt sehen wir der Hanna nochmal. So, den haben wir noch. Möchte ich Zauberspende? Oh, ich habe gar keine Zeit. Oh, immer die Zeit. Ja. Ja. Grüß Gott, der dir auch für einen schönen Weihnachtsbaum spende. Auch nicht. Ja, also die machen jetzt schon langsam einen Bogen. Gut, richtig, dass wir langsam Feierabend kriegen. Genau. Da kommen noch eine, der Diva, gehen wir mal da noch, die liebe Frau spielt noch, siehst du? So. Ja, gut. Also jetzt laufen wir langsam wieder zurück und jo, auf dem Rückweg schauen wir noch mal, Stefan. Ja, gell? Vielleicht der eine oder andere. So ist. Da müssen wir schön durch. Da Hanna. So. Hoi. Jetzt hört sich schöner an. Ja, jetzt vielleicht. Wo sind wir? Conile, Conile. So, dann ist ja die Metzgerei kurz, gell? Kurz ist, glaube ich, im Stadtrat, so viel ich weiß. Aha. Ja, oder war zumindest, oder ist wieder, oder ist noch. So, ja, jetzt wird es wieder ein wenig dunkler. Stefan, jetzt gucken wir mal. Ja. Und die schauen da jetzt. Jetzt hat die Opa. Halt! Jetzt hat die Opa. Nein, bloß ein kleiner Spendi. Ja, tun wir nichts, tun wir auch nichts. Kleiner Spendi. Nein, jetzt habe ich fast gedacht, dass es voll klappt. Also, dann kommen wir da nochmal weiter. So, jetzt endlich. Das ist ja Dr. Fashion, weißt du ja? Ja, da waren wir schon. Ja, den kann man ruhig nochmal erwähnen. Ja, kommt doch mal schön ein bisschen rum. Der hat uns auch einen Stadtplatz gekriegt. Wunderschön geschmückt hier alles. Mit seinem schönen Baum. Ja, ah, da kommt er schon. Hallo. Hallo. Servus. Moment. Ja, willst du noch was reinschmeißen? Halt, der Uli schafft gerade, der schafft gerade. Uni, mach's gut, schöne Weihnachten. Jo. Schöne Weihnachten, tschüss. Tschüssi, ciao. So rum oder so rum? Laufen wir mal so rum, komm. So. Ja, wir sind hammernde Schwänze. Moin. Laufen wir rechts rum. Ja. So. Oh, das ist der Hanna. Das Häusle von meiner früheren Mitarbeiterin, das schöne Fachwerkhaus ist. Ja, ja, cool. Ja, wunderschön. Das sind auch sehr, sehr schöne Immobilien. Ja, muss man sagen. Gut. Ha, Stefan, da wird es langsam Feierabend geben. Ha? Das denke ich auch. Ja. Also, wir machen jetzt, da hat er noch geschwind den Abschied. Und ja, wir laufen davor. Wenn sie da ist, ich wüsste da jemand. Aber ich weiß nicht, ob sie im Laden ist, neu, aber. Ja. So, jetzt hat es noch fast einen Unfall gegeben. Wieder. Ha? Ja, jetzt hat es noch fast einen Unfall gegeben. Jetzt haben wir einer gegen die Schilder gelaufen. Oh, das tue ich nicht. Nee, die Leute was zum Lager gehabt. Da gehen wir jetzt noch rein. Zum Ansgar, vielleicht zählt der geschwind, oder? Jo. Jetzt nicht. So. Muss aber aufpassen. Ja, damit, ich schwing gerade rum. Der okay. Der Hanna ist sehr gefährlich. So. So. Ah, da ist er. Ist er schon da. So. Moment doch. So, Ansgar. Jetzt in dem so. Da haben wir jetzt gerade die Arznei draußen gesehen. Da die Naturarznei zum Desinfizieren. Ja.
So. Alles klar, du musst zählen, geschwind. Jetzt zählen wir. Du musst geschwind zählen, warte, ich zieh mal die Handschuhe aus. Okay. So, alles raus, alles was drin ist. So, Dalle. Also, war leider jetzt halt nicht der Erfolg, gell? Ja, gut. Ja, aber 10. Du zählst 10. 15. 20. Jawohl. 25. Ja. 29. 30. 35. Ah ja, dann haben wir es schon. Jetzt haben wir wahrscheinlich die 300 drin. 40. Ja. Unter 40. Oh. 42. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein. 42, 43. Ja, also da sind wir. Wow. Da sind wir, dann mache ich jetzt geschwind den Abschied noch geschwind für heute. 43 Euro war gar nicht so schlecht. Du erzählst einen Einer, muss es genau. Ja. 43 Euro, vielen Dank an alle. Vielen Dank an dich, Ansgar. Ja. Ja. Wir machen ja Folgendes. Wir treffen uns morgen. Machen morgen nochmal ein kurzes Resümee. Und dann gehen wir ins Rathaus. Gell? Also, ich danke euch alle und ich wünsche einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ja, und ich schließe mich da an.